Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sprechen heute über die Privathaftpflichtversicherung. Was ist diese überhaupt? Was solltet ihr beachten? Und welche Leistungsmerkmale sollten in eurem Versicherungsschutz gegeben sein? Zunächst einmal gilt, wer einem Dritten einen Schaden zufügt, sei es materieller Schaden, also Sachschaden, finanzieller Schaden, Vermögensschaden oder auch einen körperlichen Schaden, der ist in der Haftung. Hier tritt eine Privathaftpflicht dafür ein. Es können erhebliche finanzielle Nachteile daraus entstehen, wenn eine Privathaftpflicht nicht vorhanden ist. Da müsst ihr dann alles aus eigener Tasche zahlen und das kann unter Umständen sehr, sehr kostenspielig sein. Aber die Privathaftpflicht hat noch eine weitere Funktion. Sie kommt nicht nur für Schäden gegenüber Dritten auf, sondern sie beinhaltet zusätzlich auch noch einen passiven Rechtsschutz. Das heißt, eure Privathaftpflichtversicherung prüft, ob ihr überhaupt verantwortlich seid bzw. ob ihr in der Haftung seid. Ist das nämlich nicht der Fall, müsst ihr für den Schaden auch nicht aufkommen. Zudem solltet ihr berücksichtigen, dass im Versicherungsschutz Gefälligkeitsschäden, also Leistungen bei Gefälligkeiten, sprich Umzug und so weiter vorhanden sind. Es sollte zudem der Schlüsselverlust mit abgesichert sein. Speziell wichtig für die, die in einer Mietwohnung wohnen, kommt der Schlüssel abhanden, müsst ihr somit für die Kosten eines neuen Schlosses oder eines neuen Schlüssels aufkommen. Auch solche Dinge sind in einer Privathaftpflicht geregelt. Zusätzlich, ganz, ganz wichtig, ist die Forderungsausfalldeckung. Bedeutet, wird euch ein Schaden zugefügt, der von einem anderen verursacht wurde, und diese Person hat keine Privathaftpflicht bzw. kein Vermögen, um euch diesen Schaden auszugleichen, tritt eure eigene Privathaftpflicht ein und kommt dafür auf. Sehr, sehr wichtig, denn auch hier können sehr, sehr hohe Schäden entstehen. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Für Wünsche oder Anregungen schreibt es einfach in die Kommentare oder benachrichtigt mich direkt. Ich freue mich auf euch bei meinem nächsten Video. Bis bald.